Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Mitglieder der Bundesregierung, werte Kolleginnen und Kollegen, Clubobleute, werte Festgäste. 100 Jahre Republik Österreich ist vor allem für mich ein Auftrag, ein paar Gedanken mit Ihnen heute zu teilen, was wir gelernt haben, welche Lehren wir ziehen aus der Zeit damals oder auch der Entwicklungen sozusagen innerhalb der letzten 100 Jahre. Zunächst muss natürlich die Frage gestellt werden, was feiern wir, wenn wir heute an diesen 21. Oktober vor 100 Jahren denken und an diesen Moment hier genau in diesem Saal. Ich glaube, als erstes mal ist es wesentlich herauszustreichen, dass es die Republik ist, die es hier zu feiern gilt, den Gedanken der Republik, der mir ein ganz wesentlicher scheint. Das Zweite wurde schon mehrfach angesprochen, für mich persönlich auch von durchaus entscheidender Bedeutung, das ist das Wahlrecht für Frauen, das wir durchaus auch heuer noch festlich feiern werden und das mir sehr entscheidend erscheint. Und das Dritte möchte ich schon noch sagen, den Durchbruch der parlamentarischen Demokratie als doch wesentliches Prinzip dieser Republik. Ich möchte noch ein viertes Merkmal anführen. Auch das wurde von meinen Vorrednern schon angesprochen, auch wenn es nicht unmittelbar 1918 war, aber es war ja ein Prozess. Und das ist die österreichische Bundesverfassung von 1920. Das sind die Gedanken des großen Hans Kelsen, der hier meines Erachtens wirklich einen großen Wurf vorgelegt hat mit ganz wesentlichen Grundprinzipien und Leitgedanken, wie zum Beispiel der liberalen Demokratie, wie zum Beispiel der Gewaltenteilung, wie zum Beispiel der Rechtsstaatlichkeit und den anderen Grundprinzipien. Es wurde viel gesagt darüber, die Republik, die erste Republik ist ein Staat, so wurde es dann beschrieben, den keiner wollte. Die Eigenstaatlichkeit war damals durchaus noch umstritten. Ich glaube, es ist eine Errungenschaft, dass diese heutzutage nicht mehr umstritten ist. Und ich möchte an dieser Stelle schon betonen, dass es mit der Eigenstaatlichkeit der Republik Österreich durchaus vereinbar ist, Souveränität ganz bewusst auf eine internationale oder supranationale Ebene abzugeben, in dem Gedanken daran, dass bestimmte Fragen, bestimmte Herausforderungen auf dieser Ebene auch gelöst werden können. Also eine Übertragung von Souveränität als Ausfluss der Eigenstaatlichkeit. Was Historiker auch immer wieder gesagt haben, ist, dass es eine Demokratie gewesen wäre ohne Demokraten. Ich glaube, das ist sehr scharf, ein sehr scharfer Befund. Und gerade in dem Moment 1918, und auch das wurde ja angesprochen, galt schon sozusagen ein gemeinsamer Wille über das Lagerdenken, über das Parteidenken hinaus als zentraler Wille für die Gründung der Republik. Aber natürlich hat die Lagerbildung, die danach stattgefunden hat, gezeigt, dass die übergeordnete Staatsräson nicht immer hier eingehalten wurde und hier die Lager- oder Parteienräson sozusagen unmittelbar Einfluss hatte, bedauerlicherweise. Und wohin das geführt hat, wissen wir. Ich würde gerne anhand der Grundprinzipien der österreichischen Bundesverfassung auf die Verfasstheit der Republik ganz kurz schauen und ein paar Gedanken mit Ihnen teilen. Ich habe schon gesagt, ein Grundprinzip war ein starker Parlamentarismus, ein Parlament. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass wir hier als Clubobleute heute sprechen, da die Gründung vom Parlament aus entstanden ist. Ich möchte aber durchaus hier appellieren, die Rolle des Parlaments in der österreichischen Republik immer wieder hochzuhalten. Nicht den Weg zu gehen, zu sagen, naja, das ist halt in Österreich eine Exekutive und im Prinzip wird alle Gesetze von der Regierung vorgeschlagen und das Parlament eher nach Parteiräson wieder hier stimmt hier zu. Wo ist das freie Mandat? Das ist eine Errungenschaft und ich möchte das an dieser Stelle betonen. Ich möchte auch betonen, dass es neben der Gewaltenteilung so etwas gibt in der österreichischen Bundesverfassung wie eine zeitliche Gewaltenteilung. Dass es also durchaus auch ein Gedanke ist, dass Opposition und Regierung abwechselt. Etwas, was Österreich nicht sehr oft erlebt hat, sozusagen mit einer großen Koalition über sehr viele Jahrzehnte. Ich möchte die Brücke schlagen zur Freiheit oder zur offenen politischen Gesellschaft und der Frage, wie das in einem Verhältnis steht zu einem Parteienstaat und durchaus auch einem Kammerstaat. Auch diese Frage möchte ich ganz kurz oder diesen Gedanken mit Ihnen teilen und fragen, ob das der Gedanke Kelsens war bei der österreichischen Bundesverfassung. Und dann, es wird immer wieder auch von der Realverfassung gesprochen, muss man auch ganz offen und ehrlich die Frage stellen, ob der Föderalismus, so wie er in Österreich gelebte Praxis dem entspricht, was der Gedanke war oder wo man sich vielleicht auch nicht einigen konnte. Ich möchte eine weitere sehr wesentliche Frage heute stellen.
schützt uns unsere Verfassung, schützen uns die Grundprinzipien unserer Verfassung davor, den Weg in die Illiberalität zu gehen. Und ich glaube, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass hier nicht genug Schutz vorhanden ist. Es gibt in Österreich immer mehr Applaus für illiberale Tendenzen. Es gibt Untersuchungen, dass ein Ruf nach einem starken Mann mittlerweile von 43% der Bevölkerung geteilt wird. Das sollte ein Alarmsignal sein an einem solchen Tag, wo die Republik, die Demokratie, all das hier im Zentrum unserer Gedanken steht. Das bereitet mir Sorgen. Wir sollten die Frage der auch in der Verfassung verankerten Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, der Rechtsstaatlichkeit, der unabhängigen Justiz, aber auch, und das ist mir wesentlich, der offenen Gesellschaft bemerken. Ich möchte auf die letzten zwei Punkte eingehen, ganz kurz nur. Kelsen hat auch mit seinem Rechtspositivismus etwas Großes dahingehend geleistet, als meines Erachtens durchaus Liberaler, dem die Trennung von Kirche und Staat und die Aufklärung ein wesentliches Anliegen war, zu sagen, dass man eine gewisse Trennung von Recht und Moral, insbesondere bei der Frage der Rechtsprechung, hat. Dass es eben nicht der Volkswille ist, der zählt, die Legitimität, sondern die Legalität. Und das möchte ich Ihnen schon auch heute in Erinnerung rufen, dass es ein wesentliches Prinzip ist, dass das Recht der Republik vom Volk ausgeht und verfassungskonform zustande gekommen ist und dass es nicht immer das Volksempfinden ist, das hier sozusagen entscheidend ist. Das Zweite, ich habe hier angesprochen, die offene Gesellschaft. Meines Erachtens steht die österreichische Bundesverfassung auch im Zeichen davon, die individuelle Freiheit des Einzelnen, der Einzelnen zur Entfaltung bringen zu können. Und die Anerkennung von Vielfalt ist die Grundlage für individuelle Freiheit. Wo, wenn nicht in einer vielfältigen Gesellschaft, kann sich jede und jeder wirklich selbst entfalten und selbst ermächtigen. Das Fazit ist also, was haben wir gelernt aus diesen Tagen 1918? Und ich glaube, etwas haben wir gelernt und müssen wir gelernt haben, nämlich, dass die österreichische Verfassung und die Institutionen dieser Republik nicht davor schützen, dass wir autoritäre oder illiberale Tendenzen wieder erleben oder überhaupt erleben. Die beste Verfassung und die besten Institutionen versagen dort, wenn wir uns nur formal zu ihren Grundsätzen bekennen. Und damit meine ich, es ist wesentlich, die Staatsräson über die Parteiräson zu stellen, die Institutionen zu ehren, zu achten und nicht zu delegitimieren, dass es wesentlich ist, nicht nur den Applaus der Mehrheit zu suchen und dass es ganz entscheidend ist, jegliche illiberale Tendenzen abzuwehren. Denn mein Fazit ist, es gibt keine Demokratie ohne liberale Grundprinzipien. Vielen herzlichen Dank.